Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld. Die heutige Frage ist, wie bekomme ich im neuen Jahr meine Finanzen endlich in den Griff über? Meine Antwort ist leider sehr langweilig und du hast sie sicher schon oft gehört. Deine Finanzen kriegst du in den Griff über, wenn du einen Budgetplan erstellst. Wie das geht, zeige ich dir jetzt. Dein Budget gilt erst, wenn du schwarz auf weiß vor dir hast. Du kannst hier deine Einnahmen, Ausgaben und deine Sparziele erfassen. Sparst du für eine Weiterbildung, für ein neues Auto oder für deine Traumferien? Egal was, es muss in deinem Budget erfasst sein. Überleg dir jetzt schon, was du dieses Jahr für größere Ausgaben hast und wenn du die musst zahlen musst. Das kann dein Zugabo sein, das kann dein 3A-Konto sein oder deine Autoversicherung. Wenn du einen Posten von deinem Budget gezahlt hast, sagen wir dein Zugabo, dann kannst du diesen freien Betrag jetzt in etwas Neues investieren, zum Beispiel unerwartete Ausgaben. Dein Zahnarztbesuch wird teurer, als du gedacht hast, dein Velo geht kaputt oder im schlimmsten Fall, es wird geklaut. Auch für das solltest du jeden Monat etwas auf die Seite tun. Dein Budgetplan muss realistisch sein. Wenn du nach 2 Monaten schon im Rückstand bist, schiesst es dich an und du schmeißt es hin. Wichtig ist auch, dass wenn du etwas budgetiert hast, trotzdem immer schaust, ob es auch günstiger geht. Jetzt kommt der nächste Schritt. Wichtiger als die Erstellung des Budgets ist die Einhaltung von dem. Meine Rotschläge oder ich sind: Check deine Kontostände regelmäßig. Nur wenn du das Geld im Auge hast, weißt du, was die letzten Tage wirklich gegangen ist. Mach dir Geldkuvert. Hast du Mühe, dein Geld einzuteilen, kannst du dir Kuvert machen für jede Woche. Brich deine Ausgaben auf 4 bis 5 Wochen ab und mach für jede Woche ein einzelnes Kuvert. Hast du kein Geld mehr im Kuvert, darfst du kein Geld mehr ausgeben. Sag nein. Gehen deine Kollegen trinken und du hast kein Budget mehr für dich, den nächsten Monat bist auch du wieder dabei. Nütze Apps. Wenn du wie ich viel mit der Kreditkarte zahlst, programmiere in deinem Kreditkarten-App ein Limit. So bekommst du immer ein SMS, wenn du dein Budget überschritten hast und du weißt, jetzt ist fertig lustig für den Monat. Bei weiteren Fragen zu deinem Budget schreib mir einen Kommentar hier unter dem Artikel. Bis zum nächsten Mal.